Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 hier auf der Bilk. Ja, der Helfer, der macht seine Sache hier ja nicht so verkehrt. Warte mal, den kleinen Streifen, den werden wir mal gleich ausbügeln hier. Dann kann er nämlich fröhlich weitermachen. Wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, war nämlich Hafer hier auf dem Feld in der Erde bringen. Mit der geilen neuen Sämaschine und dem Xerion. Die beiden Kollegen kommen eigentlich relativ gut miteinander klar, muss ich sagen. Also eine Arbeitsgeschwindigkeit, Wenderadius, Helferfreundlichkeit. Da kommt eigentlich alles zusammen, was man haben will. Bin ich sehr zufrieden. Guck mal hier, der Haferacker, der wird rucki zucki durchgezerrt. Wir gehen zum C-Tor, hängen uns da die Kartoffelsetzmaschine ran und dann geht's los. Du! Ey, warte mal, haben wir davon zwei oder haben wir davon nur eine? Von den Kartoffellegern. Da müssen wir mal gucken. Kommen wir hier rum? Sie sind schon eng, ne? Der alten Butze hier. Ne, wir haben nur einen von so einem Ding hier. Ha, vielleicht brauchen wir doch zwei. Die waren aber nicht teuer, ne? Greif zu, mein Freund. Okay. So, wenden in drei Zügen, da haben wir's. Ey, ich hab mir überlegt. Was ist denn, wenn wir hier vorne so ein Ding ranhängen? Diese da, wenn wir da Saatgut einfüllen, dann haben wir unfassbar viel Kartoffeln dabei. Aber ich hab dir dafür, dann kippt der vorne über. Kostet 9000, können wir uns nicht leisten. Gut, dann hat sich das schon erledigt. Wir ziehen los. Warte mal, halt, hier steht Saatgut rum, oder? Na klar, das hängt da am Sack dran. Dann würde ich sagen, hauen wir nochmal was rein. Und dann geht das los. Mit dem W50 auf dem Acker können wir eigentlich auch machen. So, 200 Kartoffeln. Das ist nicht viel. Aber ich möchte lieber Saatgut dafür nehmen. Anstelle unserer eigenen Kartoffeln, weil dann bleibt am Ende nicht viel über. Ne? Saatgut haben wir jetzt eh gekauft. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir echt Kartoffeln mal waschen können. So, hier haben wir frisch Gras angesät. Fliegende Rehe, es ist fantastisch. So, und der Onkel hier macht die Kartoffeln in der Erde. Ja, was wir da hinten machen, wollen wir da jetzt Zuckerrüben oder wollen wir da Kartoffeln machen? Mir persönlich, sei ganz ehrlich, wären Kartoffeln eigentlich lieber. Aber mich fragt ja auch keiner. Ich habe gerade die Fettfinger, ne? Helfer, ha, planmäßig beenden. Ja, ja, das war Ecke. Wir brauchen hier irgendwie noch einen anderen Zufahrtsweg. Ich meine, wir fahren hier über der Straße auch nur ein kurzes Stückchen, aber... So, ein anderer Zufahrtsweg wäre trotzdem schöner. Okay, komm, wir legen einfach mal los. So... Weil arbeitsbreitentechnisch ist das hier kein Wunderwerk. Absolut nicht. Kann sich sehr lange hinziehen. Zumal die Kartoffeldämme hier auch das reinste... Eieiei, ich sag dir, die wäre nicht schön. Die kriegen ja alle Winkel, nur nicht gerade. So, egal, da müssen wir jetzt durch. Kartoschkas. Vor allem, die müssen wir nachher alle wieder ernten. Eieieiei. Was mich interessiert, da bin ich mir immer nicht so sicher. Müssen Kartoffeln eigentlich gewalzt werden oder hätten wir das vorher machen sollen? Wir können ja gleich mal den... Ey, warte mal. Der hat hier nicht gepflanzt. Wenn dann ordentlich bitte, ja. Schön um die Kurve, die Rät verbiegen. Eigentlich fährst du damit schön gerade und dann lässt du das sein. Ich weiß nicht, wie viel Streifen Feuerwände brauchen der Onkel hier. Wollen wir mal zwei Runden rum und dann lassen wir ihn fahren, oder? Nachfüllen können wir nämlich hier am Zaun. Wir haben ja letztes Mal frecherweise ein bisschen Saatgut einfach über den Zaun geworfen, dass wir da jetzt schön drauf zugreifen können. Nachteil ist, wir müssen halt die Spur verlassen. Aber hey.
Also die müssten hier irgendwo in der Pampa stehen, die Dinger. Da sind sie. Versteckt im Unterholz. Da. Die beiden Big Packs da am Zaun. Aha. Okay. Ja, ich fahre ja mit Absicht zum geraden Streifen, dass wir hier den Helfer vielleicht vernünftig losschicken können. Ich bin mir aber noch nicht sicher, in welche Richtung das am meisten Sinn macht bei dem Feld hier. Ob Feld hoch oder Feld runter. Also, ne, quer oder längst. So wäre bald doch... Ja, wobei... Auf jeden Fall müssen wir hier nach nochmal düngen, weil das Ding haut kein Dünger an der Erde. Aber das ist nicht schlimm. Kartoffeln, Kartoffeln. So, der ist mit seinem Hafer fertig, das glaube ich aber nicht. Wir gucken gleich mal, was der da veranstaltet hat. Ich meine, wär zwar echt cool, wenn doch, aber... Ja. Hier sind gleich keine Kartoffeln mehr drin. Wir müssen den Teleskoplader holen, zum Nachschub holen. Oder wir fummeln doch erstmal da vom Zaun weg. So, wir helfen mal hier. So, zeig mal her. Siehste? Ha, wollte da sagen. Der hat den Nachbaracker. Ach du Schande. Zeichnet ja keinen. Also bei uns hat er hier alles sauber gemacht. Gut. Da wächst kein Hafer. Nö, das waren wir nicht. Auf gar keinen Fall. Ist Wildwuchs. So, kleines Helferlein. Mach mal hier weiter, bitte. Danke. Wie sieht's denn aus hier? Du bist genau zu diesem Moment leer. Das ist ja fantastisch. Komm, dann fahren wir mal zum Zaun und fummeln da die Big Packs leer. Wir brauchen hier von uns Reden, oder? Das schafft der Inne alleine nicht. Das dauert ja 1000 Jahre. Und länger. Nee, lassen wir noch einen zweiten Kartoffelroder holen, oder? Nicht Roder, sondern Leger. Kartoffelsetzer, Dammbauer, was auch immer. Denkt euch aus, wie das Ding heißen soll. Auf jeden Fall brauchen wir davon noch einen zweiten. Von mir aus können auch die Rehe mithelfen. Ne, das eine schart die Reihe, der andere schmeißt die Kartoffel rein und der dritte schart die Reihe wieder dicht. Schön mit die Beine so ein Kartoffeldamm konstruiert und dann Action. Warte mal, was kostet so ein Ding? Nicht, dass ich hier jetzt in großen Tönen rede und uns das nachher ja nicht irgendwie in Budget passt. Ist schwierig. 4600 ist eine Nummer. Aber ja, wir brauchen ja noch einen zweiten. Oder? Der braucht ja für 1000 Jahre, bis er fertig wird. Da wird das hier wahrscheinlich öfter machen werden. Kann, glaube ich, ein zweiter Kartoffelleger nicht schaden. Die Ding mal Vollwände ist hier auch ganz wichtig. Das wird jetzt hier nämlich das reinste Kuddelmuddel werden. Na, guck mal, und dann kommen jetzt so richtig schöne Tetris-Kartoffeldämme zusammen. Egal, Hauptsache das wächst. Und wir können das ernten und kriegen da Kartoffeln raus. Nur die Befürchtung, dass hier sehr viel Saatgut bei drauf gehen wird. Und ich glaube, wir haben uns hier mit diesem Acker hart übernommen. Also der ist ja nicht so clean, wie er den Anschein macht. Ja. Aber wenn wir Kartoffeln waschen wollen, brauchen wir viele. Also vielleicht ist es ja nicht so schlecht. Ich habe ja hart die Hoffnung, dass 2 Streifen Vollwände hier reichen für den Kollegen. Können wir hier mal mit dem Helfer eine stramme, gerade Linie bauen. Dann würde ich echt noch einen zweiten Kartoffelleger holen. Geht mit den Bäumen wenig Stress, okay. Wenn wir nochmal nachfüllen, ist eh gleich wieder leer. Guck mal, wenn wir schon mal hier sind, komm. Rückwärts ran, damit die summen. Zack. So.
Machen wir hier nochmal einen Streifen. Na, den fahren wir selber. Und dann geht das. Der müsste mit dem Hafer bald fertig sein. Das Ding ist, wenn wir jetzt die ganze Kohle wegkloppen für die ganze Kartoffelgeschichte, wir brauchen ja noch eine Walze. Also wir haben ja eine Walze, aber die kann halt nichts. Also flächentechnisch ist halt jetzt nicht so das Wunderwerk der Technik. Also entweder lassen wir den jetzt so hoch und runter fahren. Oder in die Richtung. Ich wäre fast für die Richtung. Krass, hier ist er durch, hier ist er durch, hier ist er durch. Hier musst du wieder anhalten, mein Freund. Das war ein bisschen ambitionierter Helfer. Na, hier wird wieder Kartoffel damit liegt. So. Ich würde einfach mal das Experiment starten und den hier in die Spur schicken, oder? Mal gucken, was passiert. Feuer frei. Der Agrostar, der kann auch Kartoffeln in der Erde stecken. Da glaube ich ganz fest dran. Dann würde ich mit dem immer zum Hof, zum Hof im Händler fahren, zum Shop. Dann holen wir noch einen zweiten Kartoffelleger. Und dann machen wir das gemeinsam. In der Hoffnung, dass wir dann produktiver und schneller werden. So, und rauf auf den Hof. Bin da. So, wir holen uns nochmal so ein Ding. Dann haben wir gar keine Kohle mehr, Leute. Wir sind ja wieder hart am Limit hier heute. Ja, hoffentlich reichen die Helferkosten. Wie gesagt, wir brauchen noch irgendwas mit der Walze. Also wir haben eine Walze, aber die kann halt nichts. Oder müssen wir mal was verkaufen? Vielleicht können wir ja die Walze und die Sämaschine an Mann bringen, die alte. Oder nochmal ein bisschen Getreide verkaufen. Wir hätten auch noch Wolle, was wir... Jetzt ist er mit der Arbeit fertig. Ich glaube aber, dass das der Hafer-Seemaschinen-Typ ist, oder? Also der Kartoffelleger, der hat da Stress. Zeig mal her. Nö, guck mal hier, er ist so hart am Machen. Ey, und der arbeitet ja sauber, das ist ja voll geil. So, fast das Bambi erlegt. Hätte fast Hirschragu gegeben heute, aber nochmal ein Glück gehabt. Ich würde die zueinander zuarbeiten lassen, ne? Dann holen wir uns hier nochmal aus dem Busch ein bisschen Saatgut. Jeder staut, wo kommt denn das her? Ja, da wo es steht. Da holen wir es her. So, das reicht ja noch Ewigkeiten. Das ist ja geil. So, dann würde ich den hier auch nochmal mit in die Spur schicken. In der Hoffnung, dass der auch mit einem Umdrehen klarkommt. Der einzige Vorteil, er hat hier schon mal kein Frontgewicht dran. Das ist schon mal gut. So, dann können die sich hier bitte schön austoben. Na? Warte mal, er müsste aber bei... Er hat angehalten, weil leer. Na, da hab ich mir fast gedacht. Und er hat hier Stress wegen der Bäume. Hör mal auf. Naja, geht aber. Er ist auch fertig. Jo. Naja, fast. Ist aber okay. Guck mal, wenn wir nur so ganz kleine Stellen mal so zum Nachbessern haben, da kannst du mit einem Helfer eigentlich nicht meckern. Und das sind dann halt doch wieder 9 Meter. Ist okay. Der Mulcher, der macht seine Sache sehr, sehr gut, muss ich sagen. Selbst der Helfer, der funktioniert hier einigermaßen. Also ich muss so an sich sehr wenig schimpfen mit dem Helfer hier. Das klappt fantastisch. So, für alle Hotelgäste lassen wir mal die krasse Technik hier stehen. Können Sie bewundern? Ein Freilichtmuseum. So. Halt mal an, Motors aus. Hallo, 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 halt an jetzt. Brrr. Okay, der wäre hart in den Wassergraben reingefahren, oder? Du! Komm mal mit, wir machen wieder voll. Da fummeln wir uns erstmal das Saatgut hier vom Zaun weg. Wenn das alle ist, kann man mit einem Teleskoplader rangeeiert und dann füllen wir danach. Aber ihr könnt mir vorstellen, zu zweit schaffen die hier so ja was. Ja, was machen wir in der Zeit? Wollen wir einfach mal vorspulen? Gucken wir, dass wir die nächste Stunde ein bisschen Bargeld rankommen? Kann eigentlich auch nicht schaden. Wir haben zwar halt auch Helferkosten, aber hey. Ey, hat der da... Was, hallo? Hast du hier umgedreht? Bist du doof oder was? Halt, stopp. Das geht ja gar nicht. Das ist ja... grauenvoll. Wie wird hier arbeitet, ja? Ordentlich bitte. Hier hat ein paar Ruckelhuckel. Warum auch immer.
Habt ihr da gerade gesehen? Da gab es gerade ein paar Aussetzer. Nun denn. Bitte bis zum Ende durchfahren. Okay. So, dann fahren wir zurück und dann kann er seine Spur fortsetzen. Vielleicht hat er hier ein bisschen kollitechnisch ein paar Problemchen. Ist jetzt ja nicht so schlimm. Aber das Ding macht halt einfach echt nur zwei Kartoffeldämme, ne? Vieles anders, aber egal. Nee, warte mal, komm, wenn wir schon mal hier drinnen hocken, machen wir gleich voll. Vielleicht brauchen wir doch diese Saatgutdinger vorne dran. Dann hätten wir 2000 Liter für Kartoffeln. Wäre eigentlich wirklich geil, oder? Nur haben die halt dann sehr, sehr viel Gewicht an der Vorderachse. Ich habe da fast Bedenken, dass der Kartoffelleger dann gar nicht mehr auf den Boden kommt. Ja, müssen wir mal gucken. So, Helfermarsch. Sieht hier ordentlich, das sieht gut aus. So, mein Kleiner, du machst dich bitte auch wieder in die Spur. Also gefühlt arbeitet der Zetor ein bisschen flinker, kann mich auch täuschen. Vielleicht weil er ein bisschen kleiner und agiler und wendiger ist. Wobei Lenkradius hat er ja auch wie so ein Flugzeug. Ist egal, Karl. Hau runter hier. Und Feuer frei. So, lass knacken. Eigentlich ist es voll geil. So, ich würde mal ein bisschen an der Uhr drehen. Vielleicht haben wir wirklich das Glück und haben 14 Uhr nochmal ordentlich Zaster auf Tasche. Na, erstmal Lohnzahlung. Ist ja klar. Wir haben 8700. Das ist doch schon mal okay. Verkaufte Produkte. Ah, yo, ich wollte ja was machen. Haha, warte mal. Wir lassen dir mal hier so Sachen machen. Du! Mach doch mal deinen Motor an. Komm mal mit. Ich wollte Stroh zu den Kühen bringen. Stimmt, da war ja was. Wir müssen mal das Gewicht schnell umbauen hier. Die Gunst der Stunde nutzen und hier mal so Sachen machen. So, vor allem den Frontlader mal benutzen, nicht dass das Ding hier noch festrostet. Wir nehmen mal das hier. So, dann holen wir mal ein paar Strohballen für die Kühe. Erwin, aus dem Weg, ich hab hier eine Mission. Hau mal ab hier. Saatgut können wir in der Zeit eigentlich auch noch ausladen. Das muss er da nicht auf dem LKW rumgammeln, wobei da wird es nicht nass. An sich ist der LKW auch fast für nichts anderes da. Wir hatten ja doch Strohballen in der Halle, oder? Ich möchte sagen, ja. Klar, hallo. Wollen wir da mal so 3 Stück rausnehmen hier? Oh Gott, kommen wir da ran? Ballenzange wäre geil, aber haben wir gerade nicht. Sind sie 3? Ja. Ist auch schön schwer. Das ist schön. Schön, schön. Schön ist es, weil das schön ist. So, pass auf, wir senken die nochmal ab. Dann fahren wir hier nochmal schön ran. Naja, so fast schön. Wieso nimmst du jetzt nur 2? Bist du doof? So. Abfahrt. Ja, kommen wir hier rum. Also mit der Halle müssen wir uns noch anfreunden hier. Aber das scheint alles so weit zu passen. Sehr schön. Dann können wir die Ballen aus der Halle auch rausräumen. Und dann können wir das in unser Ballenlager fahren eigentlich. Ja, da haben wir Platz für. Aber ich möchte gerne bei den Kühen mal ein bisschen einstreuen. So, Fahrsilo. Wenn Kinder hier wohnt, dann können wir hier lang. Wo werden die genommen? War das hier? Ja! Cool. Wir haben Stroh eingestreut. Geil, oder?
Und zwar nicht bei den Schafe, sondern bei den Kühe. Wir haben 20 Kühe. Wir haben Stroh, wir haben ein bisschen Gülle. Heu ist alle. Hatten wir schon mal Heu gefüttert? Nee, wir haben nur Gras gemacht. Stimmt, da war ja was. Der Tank ist leer. Na, dolle Ding. Warte mal, ich eile. Ich würde dann doch lieber hier mitfahren schnell, oder? Dann holen wir da die beiden Big Packs. Wir fahren über den Acker. Die Grasnarbe ist hart. Wir haben sehr, sehr robusten Grassamen. Wir müssen uns hier irgendwie noch einen Weg bauen oder so. Sind Beete leer? Ich glaube, sind Beete leer, ne? Oder? Der Zetor, fährt er noch? Ja, der fährt noch. Dann ist der Deutz Alete. Jetzt sind Beete leer. Dann können wir mal gucken. Der Deutz hat jetzt sauber gearbeitet hier. Ja, lückenlos. Eins mit Sternchen. Okay. Innenbaum weiter. Ich habe gerade geguckt. Hä, wo ist das Saatgut? Kriegen wir das damit eigentlich auch rausgegriffen? Aber da sind die Zinken zu weit weg, oder? Warte mal. Wir gucken. Können wir die Optik? Jawohl. Genau da wollte ich sie hinhaben. Das müsste doch genau passen, oder nicht? Lizard, Saatgut. Können wir das hier anhängen? Nee. Nee. Hä, seit wann geht denn das? Das ist ja mal mega geil. Das ist eigentlich da genau dafür gemacht, oder? Haha, er ist ja ohne Schummeln denn. Das ist ja cool wieder. Schön noch. Da kannst du eigentlich Viere ranhängen, oder? Weil guck mal, da hinten sind ja nochmal zwei Ösen. So, wir hauen hier erstmal Kartoschkas drin, dann kann der wieder abpfeifen. Dann ab zum Zetor und dann machen wir da das gleiche. Was wird hier blockiert? Hast du eine Macke? Mach da weiter. Ich würde schon sagen, hä? Das ist ja sehr cool. Brauchen wir die Hofhexe fast ja nicht. Erzählt ja okay. Belichtung ist blöd. So ist bald besser, ne? Aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch schon. Okay, passt schon. Es ist voll. Dann Action. Ja, nice. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Komm, lass mal experimentieren. Wir können die hier abhängen. Der schiebt die. Welchen hat er denn jetzt abgemacht? Na komm. Jetzt hat er den abgemacht. Wenn wir durchfahren, hängt er den an. Jo. Krass, die sind richtig angekoppelt denn. Starkes Stück. Ich habe das Ding halt nie so probiert. Oder besser gesagt, nie so benutzt, sondern ich habe immer die Spanngurte genommen, weil da kannst du halt einfach Holz mit verladen und Paletten und alles andere. Aber Big Packs damit? Das ist eine feine Sache. Mega. Und der Deutz, der hämmert da durch die Botanik. Das gefällt mir. Cool. Sehr cool. Jetzt wäre cool, wenn wir hier beim Fahren befüllen könnten. Ich glaube, der meckert dann. Ich werde behindert. Ich werde blockiert, oder? Warte mal. Ja, sag ich ja. Okay, aber man kann nahtlos befüllen. Geil. Cool, dann gehen wir den jetzt auf den Sack. Dann fahren wir immer von hinten ran. Dann machen wir zwar die Kartoffeldämme kaputt, aber dafür haben wir extra breite Reifen, damit wir ordentlich Gewicht verteilen. Feiert jetzt schon ein bisschen. Dann brauchen wir da nicht immer neue Helfer starten lassen. Haha. Sehr cool. Ne, doch, gefällt mir. Ja, Kuhstall, Stroh. Wollen wir mal gucken? Kommen wir hier über den Acker bis dahin? Das ist ein weiter Weg, ne? Das ist ein sehr weiter Weg. Dann gehen wir hier lang. Der ist halt auch cool.
Da müssen wir nachher nochmal über den Kartoffelacker rüber, glaube ich. Kuhstall, Kuhstall, Kuhstall. Irgendwo war doch auch ein Misthaufen. Da müsste doch jetzt anfangen mit Mist. Ist immer noch auf Null, aber ich glaube, Mist würde hier dann landen, ne? Ja, ich glaube, das hier ist der Misthaufen. Ist eigentlich ein cooler Stall. Auf jeden Fall. So, mein Gedanke war, dass wir uns vielleicht wirklich noch so einen Reform-LKW dazu holen und nochmal so einen zweiten Koffer hier. Und dann können wir damit ordentlich Gras abfahren. Ne, das Fass haben wir jetzt für Gülle. Mit dem anderen Ding hat ja leider nicht so geklappt. Aber vielleicht können wir das Gülle-Fass auch benutzen. Wir können damit die BGA befüllen, ne? Stimmt, das hat funktioniert. Ja, das wäre auch nochmal was. Okay. Wissen nicht, wollen wir den W50 entladen oder wollen wir erstmal nur warten? Was kostet oder was bringt uns denn die alte Seemaschine? Wo haben wir denn hier Seetechnik? Da. 19.000 kriegen wir dafür. Wollen wir die verkaufen? Und die Walze, die bringt 1,8. Weil wir haben ja jetzt eine große Seemaschine. Wollen wir die verkaufen? Lass mal machen. Dann brauchen wir einen Tracker. Das kann er hier machen. Aber da ist ja noch Saatgut drin, höchstwahrscheinlich, und Dünger. Das würde ich gerne behalten wollen und nicht unbedingt verkaufen. Kommen wir hier rein. Wir haben uns natürlich hier wieder schöne Mausefalle gebaut. Ja, passt. Okay, Saatgut ist hier drin. Na. Oh, das war aber Klose, aber hat gepasst. Tada! Und leer das Ding. Nö, würde ich verkaufen. Das ist schönes Geld. Sehr gut. Ey, wir haben hier vorne eine Traverse. Können wir damit das Ding beiseite schieben? Wäre nicht so blöd. Will aber auch nichts kaputt machen. Genau so. Nochmal schön verbeult und verbogen alles. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Erwin, Vorsicht. Muss ich mal lang. Oh. 5 Säcke Dünger fehlen. Wir müssen gleich nochmal Kartoffeln nachfüllen. So, warte mal. Der Zetor fährt noch. Der Deutz auch. Da bin ich gerade sehr erstaunt. Wir eilen, wir eilen. Ui, die flattern schon richtig rum, die Dinger. Ist gleich empty hier, ne? Na, das komm halt an. Fühl dich blockiert. Ach. Na, halt doch an. Und weiter am Text. Sehr geil. Aber der Deutsch ist gleich leer. Ich hoffe, er dreht noch um. Weil wenn wir ihn beim Umdrehen stören, dann glaubt, das ist für den Helfer nicht so schön. Dann verliert er, glaube ich, ziemlich hart die Orientierung. Warte mal lieber noch. Guck mal, ey, wenn die durchziehen, schaffen die richtig Meter, die Jungs hier. Jetzt ist er leer. Na toll. Ah, wir haben getrödelt. Und die Säcke sind auch bald alle. So, weiter. Immer können wir noch befüllen. Okay. Aber es ist eine feine Sache. Eine sehr feine Sache. Die gefällt mir bald besser wie mit dem Teleskoplader. Ja, Leute. Cool. Das sollte aber für heute gewesen sein. Ich werde jetzt die Kartoffeln hier noch zu Ende ansäen. Dann werde ich in der Zeit den Cereal mit der neuen Seemaschine nach Hause holen. Da müssen wir eigentlich mal gucken, dass wir an einem vernünftigen Walze rankommen, dass wir die Ackerflächen hier alle tiptop auf Vordermann kriegen und dann können wir uns um coole Sachen kümmern. Ja, wie wir zum Beispiel an Geld rankommen, vielleicht machen wir ein paar Feldmissionen oder sowas. Ist hier irgendwas in der Verfügung, in der Mache Düngen und Düngen? Das wären 20.000, mal eben schnell so. Feld 3, Feld 9, lohnt sich das? Können wir gucken mal.
Feld 9 ist hier oben, rechts zerklüftet. Feld 3. Wo sind die 3? Hä? Bin ich jetzt blöd oder was? Ui, nee. Nee. Ach, dann lassen wir das. Ja, Kartoffelaussaat. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem anderen Acker, wo Kartoffeln waren? Wollen wir da nochmal Kartoffeln hinbringen oder machen wir da was anderes? Weil geldtechnisch können wir jetzt hier nicht rumzaubern, ne? Wir sind halt hart am Limit und meistens immer chronisch pleite. Genau so sieht es nämlich aus. Ja, oder wir nehmen beim nächsten Mal einfach die Walze schon mal in der Hand, die wir haben. Und dann werden wir anfangen. Mal gucken, wir müssen dann den Monat danach nämlich noch Mais anbauen. Und dann sind wir ackerflächentechnisch auch schon wieder bedient. Ne? Die Wiesen sind dann soweit durch. Das muss erstmal wachsen, wachsen, wachsen. Ey, warte mal. Halt, stopp. Keiner bewegt den Raum. Hab ich hier unten? Ich weiß ja nicht. Da bei dem Windrad. Hier. Oh Gott. Nein, wir müssen hier noch Gras ansäen. Na, geile Wurst. Ne, dann mache ich das noch. Oder wir machen das beim nächsten Mal. Dann kommt hier noch Gras hin. Ne? Hier um die Windturbine rum. Das machen wir auf jeden Fall. Gut, dann fahren wir da mit dem Cerion beim nächsten Mal hin. Genau, man, dann haben wir da einen Plan. Und die Jungs hier, die sind fleißig am Kartoffeln stecken. Ja, vielleicht müssen wir da nochmal Feuerwände bauen irgendwie, weil da mit der Kurve bin ich mir noch nicht so sicher. Wir können ja von oben nochmal schauen. Sieht aber sehr lückenlos aus. Guck mal hier, ist kein irgendwie, ne? Noch nicht verlustmäßig. Ich könnte ein bisschen kritisch werden mit dem spitzen Dreieck, aber oh ja, werden wir sehen. So, jetzt ist aber Schluss für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach keinen Quatsch und Renni hauen.